eines der Wahrzeichen Frankfurts, der Eiserne Steg. Die Frankfurter forderten und finanzierten vor über 150 Jahren die zweite Querung wegen des zunehmenden Biertransports zwischen Hibdebach und Dribdebach. Zwischen Eisernem Steg und Alter Brücke das Zentrum der Altstadt und die Keimzelle Frankfurts. Der Domhügel war früher von Wasser umgeben. Der Main damals kilometerbreit mit vielen Flussarmen und Sandbänken. Genau hier stand im 8. Jahrhundert die Kapelle der Königspfalz Frankfurt. Danach wurde in die Höhe gebaut. Der Dom war mit 100 Meter Frankfurts allererster Wolkenkratzer und Krönungsstätte von 10 Kaisern. Nirgendwo auf der Welt stehen historische Gebäude und Wolkenkratzer so einträchtig beieinander wie in Frankfurt. Die Paulskirche, Wiege der deutschen Demokratie. Der Römer, Rathaus und das Wahrzeichen der Stadt.